Alpha Centauri. Heyo Leute, und zwar folgendes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand es damals relativ cool. Ich habe das zwar nicht ganz so mitbekommen wie die meisten von euch, schätze ich, aber es gab die Möglichkeit, damals einen Game Boy Color oder Game Boy Advance zu kaufen. Und da gab es richtig coole Spiele. Für damals war das was Weltbewegendes. Das Problem ist einfach, das ging auf dem iPhone relativ schlecht bis jetzt. Aber wenn ihr jetzt auf iemulators.com geht, dort unter Apps, und dort unter den GB for iOS, also Game Boy Advance für iOS, ganz einfach. Und hier drückt ihr dann auf dieser Seite dann da unten auf Download. Jetzt warten wir kurz und er fragt, ob wir es installieren möchten. Wir sagen ja. Und jetzt passiert Folgendes, wenn wir das mal kurz machen lassen. Dann kommt hier der Fehler und wir drücken einfach auf Wiederholen, gehen da rein und sagen ja, auf Allgemein, gehen wir auf Datum und Uhrzeit, automatisch einstellen machen wir raus und das müsst ihr auch, jetzt kommt es wieder, ihr sagt Wiederholen, das müsst ihr auch jedes Mal machen, wenn ihr die App neu installieren wollt oder neu starten wollt, dann müsst ihr das Datum zurück auf den 26. Mai stellen, das ist ein kleiner, ja, eine kleine Lücke in diesem Ganzen und wir hoffen, es klappt jetzt. Und ihr seht hier, Game Boy Advance for iOS ist installiert und wir können es öffnen. Wir vertrauen dem Ganzen und jetzt haben wir hier, okay, Game Boy Advance und Game Boy Color. Und ich finde es ziemlich cool und wir wechseln jetzt an den Mac. Damit wir das Ganze dann als Spiel auf unserem iPhone bekommen, machen wir Folgendes. Wir gehen, hier seht ihr schon, habe ich vorbereitet, die zwei Dateien. Ihr geht in iTunes rein, sagt dann hier, ihr drückt aufs iPhone und dort geht ihr auf Apps, scrollt ganz runter und dort habt ihr den Game Boy Advance for iOS. Danke, Bettina. Und sagen hinzufügen und sagen dort hier das und das hinzufügen. Und jetzt lädt er diese zwei Dinger rein, ist schon drinne und dann können wir wieder switchen aufs iPhone. Und dort seht ihr, haben wir Legend of Zelda und Pokémon Quartz. Ich öffne jetzt einfach mal eins und dann hier, zack, haben wir unten unseren ja, Controller quasi, also unsere Control-Einheit. Das war jetzt wirklich ziemlich schnell. Ich skippe jetzt eigentlich gerade ein bisschen durch, damit wir noch ein bisschen was schauen können. Bla bla bla. Otro. Nein, verdammt. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter und ihr seht hier, wir haben das komplette Pokémon hier. Ich werde das andere Zelda nicht ausprobieren. Ich habe dann nicht, noch kein Save Game gemacht oder da ich es jetzt neu draufgezogen habe, ist das Save Game weg. Und ihr könnt aber euch also vorstellen und seht, ah okay, es funktioniert richtig cool. Und wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt, in der U-Bahn, S-Bahn irgendwas, das zu spielen, oder daheim natürlich auch und kriegt mal wieder ein bisschen Retro-Feeling, dann empfehle ich das euch einfach zu machen. Es ist kostenlos, richtig cool und Hammer. Ich finde es richtig lustig. Es geht auch im Querformat, da haben wir dann die Buttons ein bisschen anders, aber ein größeres Bild. So. Und da haben wir jetzt ein Breitbild, was ich ziemlich cool finde. Und okay. Danke mal. Ja, ist ziemlich nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ziemlich spaßig. Es macht Spaß, das Ganze sich anzusehen. Und ich hoffe, ihr findet es auch lässig, wie man dann solche alten Spiele trotzdem noch mit einem Emulator auf seinem iPhone zum Beispiel benutzen kann. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Hier kommt ihr zu meinen letzten drei Videos und ich hoffe, ihr schaut sie euch an. Sie sind wirklich sehenswert.